Leute, was geht? Becky ist wieder da mit einem neuen Video für euch und zwar mit neuen TikToks. Aber wenn ihr euch kennt, nicht nur irgendwelche, sondern TikToks, die euch nicht um 3 Uhr nachts alleine oder mit eurem Freund oder Freundin oder mit eurem Haustier anschauen solltet. Das wird nichts bringen, ihr kriegt trotzdem kein Auge zu. Ich sag's euch, ich warne euch, aber ich glaube, ihr hört sowieso nicht auf mich, so wie ich euch kenne. Nein, ohne Mist, jetzt sind wirklich unheimliche Dinge manchmal dabei, die sich einfach nicht erklären lassen. Diesmal dachte ich, wir gucken mir nicht solche an, sondern spezielle, und zwar alle, die sich um Siren Head drehen. Wahrscheinlich habt ihr schon davon gehört, wenn nicht, und ihr euch immer noch fragt, was zum Geier ist Siren Head? Schaut euch unbedingt mein erstes Video dazu an, da habe ich das euch erklärt. Ich wusste es anfangs auch nicht. Aber darum drehen sich zahlreiche Mythen. Das Ding ist einfach nur eklig und so creepy. Und ja, wir schauen uns einfach mal an, was es dazu auf TikTok gibt. Auf jeden Fall, sprengt den Daumen nach oben, wenn ihr Siren Head auch irgendwie echt strange findet und irgendwie eklig. Ich glaube, ich bin nicht alleine damit, oder? Aber jetzt, wusch. Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. What? Was steht denn da einfach nur? Und dann sein Face. Ich glaube, ich würde ein bisschen durchdrehen, wenn er vor meiner Tür wäre. So ein Riesenteil? Kriegst doch Angst. Wäre jemand von euch total gechillt bei sowas? Ich glaube nicht. Ich finde, das sieht so eklig aus, dieser kleine Körper da. Und dann diese Trompeten da. Diese Sirenen. Bah! Okay, wir sind mitten. Oh mein Gott. Okay, ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr das nicht creepy findet. Du bist einfach mal gechillt im Wald am helllichten Tag. Ich dachte, das Ding kommt vielleicht irgendwie eher abends raus. Was ist das? What the? Ist das eklig. Bah. Oh mein Gott, und zwischen den Bäumen fällt er wirklich gar nicht auf. Leute, ich... Gänsehaut. Leute, ich krieg Gänsehaut. Grandma Decke, nicht vergessen, ich habe mich schon bewaffnet damit. Ich wusste gar nicht, dass es auch auf allen Vieren laufen kann. Das macht es nicht besser. Wir finden das auch immer gleich viel gruseliger dann. Oh mein Gott. Siren Head. What the? Steht er einfach da draußen rum und glotzt dich an oder was? Hat jemand von euch den verstanden? Also er hat irgendeine andere Sprache gesprochen. Ich weiß nicht, ich muss mal ihn groß machen. Also ich sehe diese Maste dort. Diese Strommaste. Aber ich weiß nicht, ist das da links? Moment. Oh, er hört einfach nur die Sirenen. Kann das sein? Das sieht schon ein bisschen... Ich weiß nicht. Warte, da. Was ist das? Es ist definitiv etwas, das sieht weder so aus wie so ein normaler Strommast, noch wie so ein Turm oder so. Und anscheinend gehört das da auch eigentlich nicht hin. Okay, er guckt. Was? Leute, das steht einfach rum. Warte, mein Vater war dabei, von der Arbeit nach Hause zu kommen und er sah das. Okay, das sieht jetzt irgendwie schon echt aus. Auch das Geräusch. Leute, das ist am See. Okay, I don't know if you hear this. But there's a siren gone off. I'm at my dad's, and I live in the countryside, so there's no sirens. So the first thing What? I'm thinking, Siren Head? Er hat, für alle, die es nicht verstanden haben, er hat gemeint, er wohnt bei seinem Vater und ja, die wohnen ein bisschen mehr ländlich und eigentlich gibt es dort nie Sirenen zu hören. Und plötzlich kommt da irgendwie aus nirgendwo eine Sirene, die da ertönt. Ich sag ja, ne? Zufall? Ich glaube nicht. Und ich glaube, das hat er auch gedacht, weil er musste direkt an Siren Head denken. Was machen die? Eine Drohne? Die sind im Wald. Okay, das ist schon creepy. Müsst ihr euch mal vorstellen, Siren Head beobachtet euch. Und es
Das seht ihr vielleicht erst im Nachhinein. Auf den Aufnahmen. Oh mein Gott. Ich hasse es, wenn das passiert. Okay, das ist echt creepy, Leute. Ich glaube, das macht mir sogar noch ein bisschen mehr Angst als die anderen. Da, da! Oh mein Gott. Oh, das finde ich auch so Gänsehaut, das Video. Oh, woher kommt das überhaupt? Hey, stay, stay, stay. Oh mein Gott, Leute, das ist verstörend. Das ist so verstörend. Was ist das? Warum sah der so echt aus? Also bei einigen, da denkst du dir so, okay, das ist vielleicht eine Animation. Trotzdem irgendwie seltsam und strange. Aber, oh mein Gott, wie sah das denn aus? What the? Ey, ihr ruft Siren Head an. Oh mein Gott, gibt's eine verfluchte Nummer von Siren Head? Zwischen dem Nebel. Oh mein Gott! Das sieht aus wie Siren Head. Diese Sirenen da oben an diesem Stock da. Was ist das jetzt? Ew. Aber gut gezeichnet, aber trotzdem ew. Einfach creepy. Ist da irgendwas? Leute, ich glaube, Sirenen gehen an. Kann das sein? Seht ihr irgendwas? Doch, Sirenen gehen an. Oh no, it's good. Ich hab voll Angst bekommen. Guys, I've been hearing this sound for like a very long time. Was kommt da einfach dieser Siren Head? Die Siren Head Geräusche da einfach aus nichts oder was? Hey, wie strange ist das denn? What the? Okay, das ist echt creepy. Ich glaube, ich würde sofort auch wegrennen, wenn ich das höre. Oh mein Gott, oh mein Gott! Ew! Das ist sowas von spooky. So viele! Oh, ich finde, das sieht heftig aus. What? Oh mein Gott, plötzlich steht sowas da. Und dann gehen auch vielleicht Sirenen an. Ich würde sowas von zurückrennen. Sowas von. Ich würde gar nicht mehr länger draußen bleiben. Bah! What? Aber nicer Hüftsprung, ne? Wir haben so creepy Zeug gesehen. Und dann kommt der an mit so einem Stock. Aber schätze ich den öfters. Slenderman? What the? Ich bin verstört. Das sieht jetzt gerade echt aus. What? Jetzt aber ganz im Ernst. Ich dachte gerade so, okay, wow, das sieht echt creepy und echt aus. Und dann kommt da so ein King Kong und dreht sich da so und... Nein! 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 Oh mein Gott, schaut den euch einfach mal an. Okay, der sieht echt eklig aus. Bah! Was ist das denn für ein Video? Huh? Oh mein Gott! Das ist Gänsehaut. Bah, wie sieht er... Bah, seht ihn euch einfach mal an. Wie sieht der denn aus?
Okay, das ist eindeutig irgendwie so ein Filter. Keine Ahnung, wie er den da hinbekommen hat. Ich habe keine Ahnung, aber der sieht echt ekelig aus. So einen willst du nicht nachts oder auch tagsüber begegnen. Auf gar keinen Fall. Genug Siren Head Videos für heute, würde ich sagen. Ich habe genug gesehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich kriege vor allem Gänsehaut bei denen, wo das mega nach Siren Head aussieht. Also wirklich nach so einer richtigen Sichtung. Oder vor allem, wenn die auch so durch so seltsame Ecken fahren oder gegenüber so Wald haben, plötzlich gehen Sirenen an, obwohl nie Sirenen angehen. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Also ich glaube, wir sind alle derselben Meinung, dass das Ding echt creepy ist und bleibt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich habe euch so, so da lieb. Bye!